Hallo Kinder, ich bin's, euer Eimer. Ja, ich sitze hier in diesem wunderschönen improvisierten Studio und bin das erste Mal live im Fernsehen. Also es ist nicht wirklich Fernsehen, aber im Internet ist ja fast das Gleiche mittlerweile. Ihr wundert euch sicher, warum der Julian nicht da ist. Der ist leider verhindert. Der kann heute nicht da sein, aber wir haben uns einen Ersatzpolen geholt. Wir kennen nämlich noch jemanden, der aus Polen kommt, und das ist der Martin. Der wird jetzt hier ankommen direkt. Der Gute. Und leckeres Bier mitbringen, wie ich sehe. Hi. Hi. Ich hab Bier mitgebracht. Ja, das ist der gute Martin, ja? Und der gute Martin versorgt uns mit Alkohol und allen möglichen Sachen. Und wir werden so ein bisschen plauschen. Und ich erzähle euch jetzt erstmal was zu dem Konzept dieser ganzen Sendung. Warum wir hier eine Live-Sendung machen und wieso und weshalb. Und zwar haben wir uns überlegt, es gibt ja jede Menge Internet-Livestreams, so wo Leute sich irgendwo hinsetzen und irgendwelche pseudo-coolen Sachen erzählen. Ja. Und wir fanden das ein bisschen langweilig. Das heißt, wir haben uns gar nicht vorbereitet, wie immer. Also wir gehen ja auch immer auf diese ganzen Messen und so und bereiten uns eigentlich nie vor. Also das ist keine Planung. Das ist immer so ein Tag, hey, lass mal auf die Cebit fahren. Und dann fahren wir auf die Cebit und dann... Das Resultat seht ihr ja dann immer auf YouTube. Und wir haben uns überlegt... Beziehungsweise Robin hat sich überlegt, das ist unser Boss, der da hinten sitzt in der Regie, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Der hat ganz viele Themen aus so Zetteln geschrieben und wir wissen nicht, was da drauf steht. Ja, und die hat er hier reingeworfen, wir ziehen die und ganz spontan unterhalten wir uns dann über diese Themen. Wir haben was mit Spielen, Film, Musik, keine Ahnung, wir wissen es nicht, mit irgendwas zu tun, ja? Und wir unterhalten uns dann live darüber. Und damit die Studio-Atmosphäre so ein bisschen aufgelockert wird und damit das alles ein bisschen heimlicher wird und dass wir hier ganz gechillt sind, haben wir uns auch ein paar Snacks mitgebracht. Dazu gehören erstmal diese Zimtsternchen hier. Jeder hat zwei Stück. Da sieht man mal, wie viel Geld wir haben. Also Martin hat zwei. In der Regie, die haben alle nur einen, weil die sind auch nicht so wichtig. Und zusätzlich haben wir noch was anderes vorbereitet. Und zwar leckere Knabbereien. Leckere Knabbereien. Ich weiß nicht, ist das Video bereit? Das Knabbereien-Video. Können wir das mal zeigen? Ja. Okay, dann sehen wir jetzt das Knabbereien-Video, wie wir uns Knabbereien zum leckeren Verzehr geholt haben. Hier. Ich habe meinen Koffer vergessen, kann ich, aber ich sehe ja den Pegel. Ja, du siehst ja den Pegel. Ich war gerade nackt mit einem Schaf schwimmen. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Fressnapf. Hallo, investigativer Journalismus, wir sind hier auf dem Weg. Das ist gar kein Journalismus. Wir sind jetzt keine Journalisten mehr, wir sind ja jetzt Moderatoren. Ja, und wir fahren jetzt zum Fressnapf und holen uns Snacks. Martin, was holen wir uns da bei Fressnapf? Was? Was holen wir uns bei Fressnapf? Was willst du essen heute Abend? Weiß nicht, was mir einfach auf den Tisch was? Ist. Was Krabbeliges. Pillendreher. Wer kennt Pillendreher? Pillendreher, das sind diese tollen kleinen Käfer, die Scheiße von Tieren nehmen und zu großen Bällen drehen, ja? Und da legen die ihre Eier drin ab. Das sind Pillendreher, die heißen Dungkäfer. Also Käfer, die auf Scheiße rumlaufen, die essen wir dann. Geil, oder? Yummy. Ich glaube, das bringt nichts, weil die muss man ja erst zubereiten und wir haben ja keine Zeit und keine Lust. Das hier, das ist das Zeug, was Veganer essen. Die essen nur so. Guck mal hier, Veganer und so. Und Nüsse. Jetzt mache ich mir ganz viele Feinde, ich weiß, aber die essen nur Wellensittichfutter. Ich hab's. Komm mal mit. Perfekt. Die werden einfach eingepackt und die sterben irgendwann so. Ja, die leben doch noch, oder? Nö, die irgendwie nicht mehr so. Lecker, lecker. Oh, Schrecken, groß. Davon nehmen wir eine. Gibt's hier noch Käfer? Tu mal was Käfiges. Ja, Mikrowürmer sind auch gut. Und zappeln noch. Ja, also dicke Würmer. Die hier, lecker Würmer. So, Schaben haben wir jetzt auch. Yummy.
So ein bisschen zerdrückte Scheißekäfer und Larven und Heuschrecken. Boah, ja, komm, mach noch. Hast du so einen Löffel, Robin? Ich wette gern so einen Löffel. Wir machen das dann gleich so lecker mit Honig, damit die auch essbar sind, weil ich habe eine Heuschrecke probiert und die schmeckt einfach scheiße. Also nach Kot. Ja? Wir lassen nur, wie das schmeckt. So, jetzt warten wir. Also die werden jetzt nur mit Honig gebraten, oder was? Ja, genau. Dann schmecken wir den Scheißgeschmack nicht so. Das ist wie Scheiße mit Erdbeeren. Scheiße mit Honig, meinst du? Ja. Nein. Doch. Doch. Ja. 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 Ich habe übrigens nie zugestimmt, dass ich das essen werde, ne? Du wirst es aber essen. Was? Und was? Wieso sollte ich? Doch, du wirst da reingreifen, das ist genüsslich. Ja, ich werde erstmal gucken, wie du nach dem Löffel aussiehst. Ja. Okay. Ja, ja, das, ja, so snackmäßig ist das, ja. Ja, ja. Fuck! Oh, guck mal, hier ist jetzt so eine Made und die ist aufgeplatzt und die ist innen gelb. Da, siehst du? Halt dran, Robin! Halt drauf, hier, die ist gelb! Innen. Ah, die sehen innen aus wie so eine Schnupfnudel. Ich sag, ein Kochpro, die Kochprofis. Das perfekte Promi-Dinner. Ist das hier. Okay, das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. So, nee, ja, jetzt riecht's gut. Ich glaub gar nicht. Doch, voll lecker. Ja. Schön war's, oder? Ja, und diese Käferchen, diese leckeren, wir haben vorher das große Krabbeln geguckt. Ich zeig euch die mal. Lecker Käferchen, die werden wir jetzt gleich schön verspeisen. So, Martin, ich biete dir als erstes welche an. Nee, warum nicht? Weil ich habe nie zugesagt, dass ich irgendetwas... Ja, das hast du ja gerade schon erzählt in dem Video. Aber komm, bitte. Ja, komm. Ich will erstmal sehen, wie du dir die Sabber im Mund zusammenläuft, wenn du so eine Krabbel bist. Also sind wirklich jetzt diese leckeren Maden hier, das sind Maden, das ist so ekelhaft. Ja komm, geh mal mit dem Löffel richtig schön. Ich nehme mal kurz einen Eistee mit. Gib mir mal den Eistee. Oder mach mir mal ein Bier auf, das ist glaube ich besser. Nimm den Eistee. Warum denn? Ja, komm. Ja. Medizin nicht mit Alkohol mischen, ne? Ja, ja, oh ja. Ich trau mich nicht so richtig. Du ja, schmeckt eigentlich gut. Ja, ja, ja. Du hattest gerade das nackte Grauen. Und wir schmecken halt noch Honig. Dein Gesicht. Man schmeckt einfach, wie als ob man Kohle ist. Kohle? Probier mal. Jetzt haben wir beide Käfer gegessen. Ich will manchmal Scheißekäfer haben. Hier, so einen dicken Scheißekäfer. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich esse später weiter. Ich werde das hinsterben lassen. Ja, das ist so widerlich, Alter. Und da kann man überhaupt gar nichts beschönigen. Das ist absolut ekelhaft und ekelerregend. Da. Ja, egal. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Zieh mal eins. Ich? Mhm. Ja. Eins. Ach so, die sind so gefaltet. Ah, genau. Was steht da drauf? Quizfrage, boah. Ja, darauf habe ich mich gar nicht eingelassen so. Ja. Wie heißt der erste Spielfilm von Christopher Nolan? Das war ein Kurzfilm. Der erste Spielfilm von Christopher Nolan? Der erste Nolan, richtige Erfolg, The Following. Bam, ja, 100 Punkte. Film noir irgendwie, keine Ahnung. Ja, es war sein erster Film und danach der erste erfolgreiche Film war Memento. Ja. Im Jahre 2002. Aber ich weiß nicht, ob der The Following überhaupt low budget war oder... Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Tolle Quizfrage, nächste Frage. So. Was steht drauf? Geil. Meinung. Welche waren die Top-Spieltitel des Jahres 2011? Welches verdient es, Game of the Year zu werden? Battlefield 3. Das sind noch nicht alle draußen, ne? Diablo ist noch nicht draußen. Das kommt auch nicht dieses Jahr raus. Nee, du informierter Penner. Ich bin überhaupt nicht informiert. Nee, das kommt 2012 erst raus. Kommt noch irgendwas dieses Jahr? Ja, verrat's uns. Wir googeln mal. Nee, wir googeln. Wir fragen die Regie. Was kommt denn noch so raus? Wir fragen die Regie. The Old Republic. The Old
Ich habe die Beta verpasst. Ich auch. Wir hatten das war toll. Also wir sind ja tolle, wichtige Spieleredakteure. Wir kriegen natürlich immer so voll die krassen Beta-Keys und alles umsonst. Ja, und wir haben auch Keys dafür bekommen, die total rare waren, aber wir haben es vergessen, da anzumelden. Man muss sich bis zu einem bestimmten Datum irgendwo anmelden und das haben wir einfach vergessen. Also Robin hat das nicht vergessen. Robin denkt nämlich immer an alles. Und wir haben das aber vergessen. Und wir haben dann einfach Skyrim gespielt. Skyrim... Was kam denn noch raus? Was kam Anfang des Jahres? Kam da was raus? Ich hab deinen Keks gegessen. Dann esse ich halt gleich noch ein paar Käfer, ne? Ja, okay. Ja, was kam denn Anfang des Jahres raus? Hm. Weiß nicht, ich hab's nicht so mit der Zeit. Was kam Anfang des Jahres raus? Hm. Ja, ich kann mich nur an Battlefield und Skyrim jetzt so... Okay, was hatten wir denn jetzt aus dieses Jahr? Wir hatten Battlefield 3, ist natürlich auf Modern jeden Warfare, Fall einer der starken. Modern Warfare 3? Ja, für alle, die es lieben und mögen, vom Captain Price in letzter Sekunde aufgefangen zu werden. Da. Auf diesen Actionfilm Shooter. Ja, ich mag es zum Beispiel auch. Ich nicht. Also er hat schon eigentlich öfter diese Diskussion. Ja, das ist genau wie Microsoft und Apple. Ich finde, ja, ich mag genau. Einfach Modern Warfare nicht. Ich finde das einfach. Ich mag aber auch Actionfilme nicht. Ich gucke auch nicht so gerne so mit Bum Bum und so. Ja, ich stehe da voll drauf. Ich hab's gesagt, ich fand's übertrieben lustig einfach. Ja. Alles, ich mag Actionfilme, aber ich mag dann eher so ältere, so True Lies oder so. Das finde ich witzig. Ja, mach mal Bier auf. Ja, mach mal Bier auf, ja. Gut, also für mich persönlich, Shooter-mäßig, ich habe dieses Jahr aber auch nicht so viel gespielt. Um ehrlich zu sein. Was habe ich denn alles gespielt? Ich habe nicht so viel gespielt. Also so richtig exzessiv habe ich Skyrim mein gespielt. Mein Gewinner ist Skyrim. Ja, Skyrim einfach. Gemacht. Also das war, hat so die letzten Wochen eigentlich komplett gefüllt. Bist du mit der Mainquest durch? Nee, ich habe mir immer noch nicht. Alduin aufgespart, bis ich mal alles andere Prost. Auf Level 50 bin. Prost. Prost. Leckeres Reisdorf, das nur in Köln gibt. Oder gibt es das auch woanders? Guck mal in den Chat. Ja, yeah, die sollen mal den Chat lesen, Lappens. Von, keine Ahnung, Invictus 137. Ich sehe Tofu-Würfel, überall Tofu-Würfel. Bockwurst, Steak. Du hast recht. Ja, Prost. Ja, ja. Ja, danke schön. Ah ja, übrigens, ihr könnt was gewinnen, ne? Ja, ihr kriegt dann so Spiele. Und zwar... Schreib einfach mal Dankeschön. Das ja, schreib mal Dankeschön. Erste Post. Hm. Nein, mach nicht diese Dächer. Och, come on. So. Einfach ein trockenes Dankeschön. Ja, Mann. Trocken. Trocken. So, wie cool. Käfer. So, apropos ja. Käfer. Wir verlosen... Käfer. Das könnt ihr bekommen. Benny gibt mir gerade so scheiß Anweisungen. Weißt du, wir haben unseren Tonmenschen. Der sitzt da und macht so. Wie so ein scheiß Typ von RTL. Aber okay. Ich will das nicht. Ich esse das jetzt eigentlich nicht so. Ich mach das später. Ja, wir haben was zu verlosen. Und zwar Skyrim. Was haben wir? Was haben wir noch? Arkham City. Habe ich nicht gezockt. Wayne. Und, und was noch? Saints Row the Third. The Third. Und zwar wählen wir gleich einen von euch, also nicht gleich, so im Verlauf der Sendung, wählen wir einen von euch aus, von den Leuten, die so im Chat sind. Und der kann sich dann eins davon aussuchen. Ja, unter welchen Kriterien? Keine Ahnung, das entscheide ich. Unter welchen Kriterien. Also, wie gesagt, ihr müsst einfach irgendwelche lustigen Sachen posten oder so. Oder sagen, was ich machen soll. Oder irgendwas. Ihr müsst mich zum Lachen bringen. Das für PC oder Konsole? Für beides. Das sind alles Spiele, die gibt es jeweils für PC und für Konsole. Und, ja. Das ist unglaublich. Wow. Unglaublich. Das ist jetzt. Das beste Angebot ever. Kannst du es auch sagen, Mandy? Sag's mir einfach. Nee, er schreibt es cool. Er ist nämlich der Tontechniker und ist ganz still im Hintergrund. Okay. Deswegen schreibt er alles auf einen Zettel und man kann seine hässliche Schrift. Weniger sehen. Chat. Okay. Weniger. Ich soll nicht mehr auf euch achten. Machen wir die nächste Frage. Okay. Oder was soll ich machen? Nee, ich will einen Käfer essen. Was? Lecker Käfer. Bah. Boah, das war ich in Bar. Oh, lecker. Karsten? Einmal? Was ist dein Bier? Nein? Das ist meins. Deins ist weg. Ach klar. Du hast es irgendwo hingestellt. Ey, gib mir mal den Zettel da. Ja. Okay. Es ist
Eine Meinung. Von wem eigentlich? Von wem kommen diese Meinungen? Wer hat diese Meinung geäußert? Eure Meinung soll es sein. Was? Und bald kommt die Old Republic. Hat es Chancen auf den Thron? Den Thron der MMORPGs? Nein. Nein. Dramatisch. Ich hab ein scheiß Bein von der Fliege im Mund. Also. Heuschrecken. Also, ich sage ganz entschieden nein, weil es gab schon so viele MMOs und die wollten das alle. Und die haben das auch alle gesagt. Das hat Guild Wars mal gesagt, das hat scheiß Ion mal gesagt. Nicht gut, das hat Ion gesagt, das ist nicht scheiße, aber es hat es gesagt und es hat nie geklappt. Ja, jedes MMO, jedes MMO, das rauskam, jedes, wirklich jedes, also das so nach WoW rauskam. Die haben alle gesagt, ja, ja, WoW, voll doof, wir machen das so viel besser, bla bla bla, das wird nicht passieren. WoW hat einfach, ne, ist halt WoW, WoW ist WoW. Da ist einfach die meiste Zeit irgendwie. Ja, ich weiß. Das liegt die ganze Zeit und wurde die ganze Zeit supportet, die ganze Zeit entwickelt. Was ich bei The Old Republic als Vorteil sehe, ist, dass halt diese Story-Elemente so krass vertreten sind, ja, also du hast dann so Dialoge und die reden auch alle wirklich miteinander. Bei WoW gibt es ja nur so ganz wichtige Quests, wo auch wirklich mal ein NPC irgendwie was sagt, also wirklich was sagt. Dragonika. Was? Dragonika? Ah, ja, so ein genau. Free-to-Play. Er kennt sich da mehr mit aus. So. Ja, jedenfalls, die Old, die Old Republic hat. Wannabree. Hat keine Chance auf den Thron. Es hat Chancen, ich sag mal, eine andere Fanbase einfach anzusprechen. Genau wie das Guild Wars 2 tun wird, wahrscheinlich. Hoffen wir es mal. Ja, und die Frage ist halt, wenn man jetzt mal durch diese ganzen Quests durch ist. Ich meine, das sind jetzt alles, das sind wirklich tausende Stunden Gelaber wie in Skyrim, wo jeder Scheißchar irgendwas zu sagen hat und Quests hat. Und die werden, das sind alles so abgesprochen. Also es haben irgendwelche Synchronsprecher aufgenommen. Aber wenn man das mal weglässt, dann ist das praktisch auch nur noch am Ende der Endcontent mit irgendwelchen Raids oder irgendwie sowas und das wird dann auch so sehr Theory-Crafting-mäßig, glaube ich. Oder wie siehst du das? Ich habe es nicht gezockt, ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gespielt. Warum kannst du, warum, was redest du dann? Woher kommen deine Informationen? Ich weiß es nicht, von ihm, der hat mir das erzählt. Ach so, ja, Robin so in der Redaktion Story, hat Story, das erzählt. Voll toll, Story. Ja, keine Ahnung. Was schreiben die Leute? Ich Martin, glaube, provoziere mich mit meinen. Was? Das ist der Wannabree, der ja, vorhin nee, was von Dragonika erzählt nee hat. Das ist der Vogel hier. Dingens. Was wollte ich jetzt sagen? Wannabree, provoziere du mich nicht. Hier, folgendes. Mhm. Wenn WoW abgelöst wird, dann nur von Titan, was Blizzard gerade ja macht. Ja, Titan. Ganz einfach. Also, da kommt nichts anderes dran. Ja, man hat ja auch das Gefühl, das wird ja jetzt so langsam. Zum nimm mir das Wort. Es läuft gerade so aus. Da sind so scheiß Anweisungen. Das okay heißt, das warum denn nur Meinung? Oh, das ist was für dich hier. Hä? Ah, Meinung. Ist League of Legends nur so beliebt, weil es ein Free-to-Play-Titel ist? Nein. Jetzt kommt er. Ja, ich bin sehr großer League of Legends-Fan. Ja, es ist ein Free-to-Play-Titel, aber es ist der dickste Free-to-Play-Titel, den es eigentlich so gerade gibt. Genau so dick, einmal wie du es gerade metaphorisch gezeigt hast. Metaphorisch. Ja, Dota ist einfach ein Subgenre, das es überhaupt gar nicht sonst gibt. Es gibt halt nur Dota gerade und League of Legends und Heroes of Nether 2 oder so. Kennst wie das diese, heißt. Kennst du diese Fliegen, die so grün leuchten? So schimmern, die so einen grünen Panzer haben. So grün. Also es gibt so Fliegen. Es gibt so Fliegen. Königsfliegen heißen die. Die sind mal auf den Scheißerhaufen. Und die haben so einen grünen Panzer. Auf deinen Scheißerhaufen? Nein, aber hier, die sind auch grün. Hier, der kleine. Meinst du, das ist so ein Scheiße-Teil? Nein, das ist ja ein Pillendreher. Das sind so Dummkäfer, die rollen Scheiße-Bälle und legen ihre Eier rein. Auf jeden Fall wird League of Legends ganze Zeit geupdatet, fast, keine Ahnung, im regelmäßigen Rhythmus, den ich noch nicht begriffen habe, wie der abläuft, kommen ganze Zeit neue Champions raus. Es gibt mittlerweile über 80 oder um den Dreh so 80. Und ich spiele es regelmäßig, das ist ganz toll und es wird erst abgelöst, wenn Valve Dota 2 rausbringt oder Blizzard. Valve. Und Valve, ja. Valve. Valve. Ja. Und Blizzard
Blizzard-Dota. Ja, genau. Was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich? Erzähl doch mal, Martin. Warum ist denn Blizzard-Dota anders als das Valve-Dota? Ich habe gar keinen Plan. Ich glaube, das eine ist mit StarCraft und das andere mit Valve-eigenen Figuren. Ja, also ist sowieso eine ganz komische Situation eigentlich, dass Valve sich das einfach so angeeignet hat, diesen Namen zu copyrighten. Das fand Blizzard eigentlich nur scheiße. Ich glaube sogar von ihrer eigenen Aussage her hat Blizzard gesagt, that was weird. Hab ich irgendwo mal gehört. Ich hab dir nicht zugehört, aber egal. Gut. So. Räudiger kleiner Mensch. So. Simulatoren wie der Agrarsimulator verkaufen sich wie XXL-Kondome. Woran kann das liegen? XXL-Kondome verkaufen sie doch nicht oft, oder? Ich meine, die so viel, so groß. Wie ist der Penislängendurchschnitt in Deutschland? Irgendwas mit 16 cm? Das sind doch nicht XXL-Kondome. Durchschnitt? Durchschnitt. Die Penisgröße durchschnittlich eines erwachsenen Deutschen beträgt 16 cm. Also verkauft sich wie XXL-Kondome. Also da bedeuten, verkauft sich wie warme Semmeln oder was, nur in cooler. Ja, hast mal scheiße recherchiert, ne? Bisschen ja, Sex, das sind Simulatoren. Warum verkaufen? Weil die so scheiße sind. Die was Leute, ist das denn für ein Grund? Nein, guck mal, ne, das ist so wie RTL? Genau, mitten im Leben. Warum guckt man das? Weil es so scheiße ist. Ich glaube, das ist der Grund, aber weil man sich nicht drüber lustig. Voll viele drauf, was kostet denn so ein Simulator? Vielleicht gibt es irgendwelche Menschen, die nicht spielen, die sonst nichts anderes spielen. Gucken wir mal bei Amazon. Gucken wir mal bei Amazon, was so ein scheiß Simulator kostet. Amazon.de nicht, was ist denn hier? Nicht Porn, YouPorn. So, Amazon.de. Ja? Gut, wie denn? Wie Agrarsimulator? Simulator. Das ist noch nicht billig. Ah ne, 20 Euro. Guck mal, was die Leute dazu schreiben. Ja, wollen wir jetzt wirklich eine Rätselliste Agrarsimulator? Ja, ich bin begeistert. Ich überhaupt Hertha Freak schreibt, ich bin begeistert. Hier, die Vorabbilder haben mir schon gefallen, aber das Spiel macht ja wirklich Spaß. Die Map ist riesig. Riesiges Agrarfeld. Magic. Größer als in den Vorgängern. Das Agrarfeld des Traumes. Ja. Okay. Was ist denn das für ein Kack, Mann? Man fährt doch die ganze Zeit nur mit dem Traktor da rum. Nee, oder? Macht und dann gibt es den Traktor-Simulator. Ja, hast du übrigens Mais. Ich kann jetzt nicht verstehen, wie ein Mensch Mais fassen kann. Ja, ich mag Mais einfach nicht. Ja, also. Ich bin über eine halbe Stunde nur rumgefahren und habe alles angesehen. Sehr schön gemacht. Einige Sachen müssen noch verbessert werden. Aber wie ich gelesen habe, wird das auch geschehen. Ja, es gibt dann halt so Patches. Ganz gibt viel. Es, wenn ich einfach einen Nachfolger rausgebracht? Ich weiß es nicht. So jedes Jahr wie FIFA? Die Feldtexturen beim Säen haben mir besonders gut gefallen. Dann die Felder, wenn es fertig ist. Ein wahrer Augenschmaus. Das ist wunderschön. Ist doch bestimmt erfunden. Aber es hat nur super Bewertungen. Also die Leute stehen da einfach drauf. Ich habe noch nie einen gespielt. Vielleicht laber ich jetzt auch nur Scheiße und das ist einfach der Shit. Guck mal hier. So sieht ein toller Screenshot davon aus. Umwerfend. 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 Ja, gut. Was schreiben die Leute? Wirklich, bin enttäuscht. Ekelhaft. Wir reden immer noch darüber, dass ich diese Käfer gegessen habe, glaube ich. Frage. Ja, redet ihr noch darüber, dass ich die Käfer gegessen habe? Ach nee, Frage. Ja, hier. Bitte. Mach du mal. Hau rein. Okay, die Zettel gehen nie zu nahe. Das ist die unendliche Schüssel. Quizfrage. Das toll. Das überhaupt gar nicht. Ja. Es sind noch zwei Stück drin. In welchem Jahr firmierten sich die beiden Geschäftsfelder zu Bandai Namco Games? Boah, das ist ja echt der Hammer. Firmierten? Ja. Was ist das denn für ein scheiß Wort? Ja, sie firmen. Fusionierten? Nee. Okay, ja. Bandai Namco, ja, weiß das jemand? Wer mir das sagt, kriegt das Spiel. Yeah. Ja. Martin soll Käfer fressen. Okay. Wir machen alles, was ihr sagt. Oh Gott. Ja, also, welchen Jahr firmierten sich die beiden Geschäftsfelder? Welche Geschäftsfelder denn? Ja, hier. Was ist denn ein Geschäftsfeld? Ja, das soll so beantwortet werden. Lest mal die Frage vor. In welchem Jahr firmierten sich die beiden Geschäftsfelder zu Bandai Namco Games? Das ist ja so wie die Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Ha, 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 ha.
Das ist ja ein Knaller rausgebracht, Alter. Hier kommt, was jemand schreibt. In Sowjetrussia haben 140% der Bevölkerung einen Trecker. Ja, aber 140. 1990. Da geht das Spiel schon mal okay. Nicht. Okay. WannaBri sagt 1997. 2000, sagt irgendjemand anders. Schon werden Schilder hingehalten. Jetzt gibt's Xbox. Ja, wir verlosen das später. Hey. Wir machen das später. Ihr kriegt noch die Chance auf ein Spiel. Ich krieg Zettel gereicht. Aufgabe. Oh. Okay, bediene das neue Xbox Dashboard ohne Controller. Schaffe es in meine Spiele und starte Twister Mania. Was? Das Dashboard ist das, wo man redet, ne? Ja. Rede mal. Twister Mania. Okay, sind wir auf der Xbox? Mach mal die Xbox an. Alter, du hast Xbox gesagt und irgendwas passiert. Ja, ist mit. Oh Gott. Abbrechen. Da kommen so komische kleine Felder, solche Equalizer. Ja, ich würde mal gerne wissen, ob wir die Xbox jetzt sehen. Ist das deine Stimme? Die Xbox? Okay, gut. Hallo. Hallo Xbox. Oh. Spiele. Das ist das CD-Fach zugegangen. Ach so, das war das Geräusch. Ohne Controller, kann das auch bestimmt hier so. Guck mal, hier unten, da ist jetzt in der Ecke, sind meine Hände. Alter, wow, Magic! Identifizierung, bitte Magic. Zum Sensor blicken. Wo ist der Sensor? Was fickt euch? Ich will keinen Sensor. Was ist denn jetzt hier? Ich krieg das nicht hin, das funktioniert nicht. Das ist scheiße. Hä? Hey. Wow! Xbox, Schluss! Xbox, Erotik. Was? Ich will jetzt Erotik gucken, was machen wir? Abbrechen. Aber wo war denn die Frage? Wo wollen wir überhaupt hin? Tennis? Ich weiß es nicht, wir müssen Twister Mania schreiben. Xbox Twister Mania. Xbox. Junge. Twister Mania. Das klappt sonst nicht. Sonst Faust. Xbox. Okay, Xbox Spiele. Spiele. Xbox zurück. Warte, mach mal. Okay. Nee, man muss Xbox sagen und dann. Genau, Tipp sagen Sie Xbox, toll. Okay, ja, ja okay. Dann startet das und dann muss man die Befehle geben. Okay, Xbox. Yeah. Spiele. Oder sagt zurück. Wow! Okay. Ja, das sind doch nicht deine Spiele. Was ist denn das für ein Scheiß? Meine Spiele. Twister Mania. Twister Mania. Wo ist. Nee, man muss. Ah ja, kann man schieben? Nee, jetzt hast du irgendwas anderes gestartet. Was ist geschehen? Fight Night Champion Demo. Auch cool. Robin, kannst du mal herkommen und bitte dieses scheiß Ding bedienen? Zurückgehen. Zurück, abbrechen. Das ist nur ein Ding. Okay, wir sollen mal. Also, mach du das, bitte. Ey, was haben wir, Twister Mania? Ja. Zurückgehen. Ey, nee, boah, Xbox! Junge! Xbox! Wie? Zurückgehen. Weiter. Twister Mania. Weiter. Weiter. Siehst du Twister Mania? Nee. Weiter. 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 Wir machen es immer so, dass es scheiße wird. Ja, mach du. Weiter. Xbox. Oh, jetzt da. Okay. Twister Mania. Element 2. Nice. Unglaublich. Wir haben es hinbekommen, Alter. Unglaublich. Was ist denn das? Was ist das jetzt überhaupt? Oh Gott, warte, tanzen. Ich will nicht tanzen, Mann. Demo spielen. Macht er? Ja, ja, er macht das jetzt. Wow. Abgefahren. Abgefahren. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, hinstellen oder so. Falls ihr Fernsehgerät, kein Spielemodus. Aber geht viel zu schnell. Ich komme. Irgendwas von Schmerzen hat. Was? Machen Sie Pause, wenn Sie müde sind und Schmerzen haben. Okay. Da sollte man wirklich nicht mehr. Rumhampeln von der Xbox. Everyone, Content Radio. Du musst nicht jeden scheiß Bildschirm kommentieren. Mann, Jesko. Naked Sky. Nice. Oh, mit Physics. Ja. Tolle Karte. Alter, das kann ich nicht. Boah, only with a professional. Haben wir ja einen Professionellen am Start? Nee, keine Ahnung. Was? Könnt ihr das ein bisschen leiser machen hier? Kann man diese komischen Frauen da wegmachen? Ah, die müssen da durchpassen. Oh Gott, da müssen wir. Oh geil, das passt nirgendwo durch, Alter. Ja. Oh
Aber guck mal, sie ist gefailt, genau wie ich gleich failen werde. Mach. Das, war, das kannst du doch sowas hier, was der macht, ne? Jen. Was? Alter, als ob. Emma? Ja? Sag mal ganz kurz, dass wir kurz weg sind. Wir sind ganz kurz weg. Für eine Sekunde sind wir weg, soll ich sagen. Ach. Ganz kurz. Wir sind, geht nicht weg, wir kommen gleich wieder. Alles. Jetzt warten. Was passiert denn? Ja, ich war dringend kacken, wie ihr das geschrieben habt. Deswegen war ich kurz nicht da. Ja, gut, was machen wir jetzt? Guck mal, Martin, wir spielen das jetzt. Wave to start. Falsch gemacht. Da. Geh auf den Kinect-Tuner. Mit der Xbox. Oh mein Gott, tatsächlich, guck das mal an. Wink mehr. Wow! Es hat geklappt. Stand in the pillar to select an option. Was? Wo soll ich? Welcher Pillar werden? Was ist ein Pillar? Das ist so ein Zylinder. Eine Säule. Oh. Was? Demo-Levels. Hä, ich muss mich da reinstellen. Ah! Guck mal, das sieht aber scheiße aus, das Spiel. Robin, ja, kannst du mal das. Ja, ich mach. Nee, mach du das mal, du bist kleiner. Ich hab gar keine Ahnung, was da abgeht, Mann. Ja. Koop? Koop. Wo ist denn der Koop? Partyplay. Start ein. Sind Arm nach rechts. Nach links. Alter, ich seh dich. Ja, das funktioniert nicht, dieses Scheißspiel. Was soll denn das? Können wir nicht lieber irgendwie Playstation spielen und auf Leute schießen? Ey, das, was ist das? Oh, jetzt. Go! Oh, das ist stressig. Demo-Level, Koop. Nein, Koop. Zurück. Oh, das ist ja ein Scheiß. Ey, das ist ein Scheiß. So, was machen wir denn? Wollen wir Sachen kaputt machen? Twist and Smash. Das sieht so aus, als ob wir da Sachen kaputt machen. Ja. Was ist geschehen? Select a Twister. Du bist nicht drin. Ja, oh, jetzt bist du wieder. Jetzt musst du auch Go mit dem Arm. Vollkommen richtig. Das abgefahren. Get ready to smash. Ja, was ist denn jetzt hier? Wenn ich jetzt auch erkannt? Das Drop. Ja, nee, das ist Koop. Jetzt müssen wir so. Ja, man sieht mich auch. Wow. Ja. Bin ich da? Wo bin ich denn? Weiß ich nicht. Ich bin diese komische, schemenhafte, sprungzuckende Figur. Ja. Nee, du bist der da. Du bist. Genau. Geht das überhaupt, wenn wir beide hier sind? Es funktioniert nicht! Get ready to smash! Ich glaube, du musst da auf Start gehen. Geh mal auf Start. Ja, ich muss auf Start. Nicht gehen, du musst mit dem Arm da reinhalten. Den da reinhalten, in das Startding da. Ja, ich doch nicht. Aktiv, nur du bist aktiv. Alter, ich bin aktiv. Ich bin überhaupt nicht aktiv und behindere den Eimer hier. Furchtbar, das tut mir leid. So, und jetzt? Es funktioniert nicht! Robin, komm, wir machen irgendwas anderes. Wir spielen irgendwas, was witziger ist. Ich möchte jetzt nicht dieses Kinect. Oh, du bist in Start! Oh Gott, oh Gott! Alter, du warst drin. Du hast es versaut. Jetzt stell dich da wieder rein. Nein, du hast dich hingestellt. Du spielst, ich setze mich kurz hin und dann bist du der Aktive. Aber bin ich nicht mehr. Wie werde ich denn jetzt aktiviert hier? Nee, das ist doch automatisch. Das ist ja auch. Du bist zwar nicht. Muss ich denn stehen? Oh, hat er jetzt etwa erkannt, dass ich die fettere Person bin? Winken. Ich muss winken. Nein, das ist nicht gut. Robin, hast du auch irgendein anderes Spiel? Irgendwas, was man mit Controllern spielen kann? Ja, ich dachte, Kinect klappt. Ja, okay. Kinect ist scheiße. Wir lassen das mit Kinect für heute. Martin, kannst du dich wieder hinsetzen? So, Kinect. Dumme Idee. Fail. Okay.
Ja, ich möchte das jetzt aber mit dem Controller bedienen, weil ich das Xbox Dashboard doof finde. Wie geht das hier, Robin? Wie geht der Controller der Xbox an? Ich habe keine Xbox. Alles so, wir ziehen in der Zeit einfach eine neue Frage. So. Die hatten wir schon. Achso, man muss das gedrückt halten. Interessant. Gut, es leuchtet. Okay, dann kann ich die Frage direkt tun. Ess doch mal hier ein paar Heuschrecken. Nein, ich will keine Heuschrecken essen. Der will die ganze Zeit. Das warum soll ich denn den Heuschrecken? Wer sagt denn das die ganze Zeit? Nein, ich meine den hier. Ich will das einfach. Ach, du bist behindert. Nö. So, okay, doch. Ja, damit alle zufrieden sind. Du bist so ein Ekelhafter, ne? Voll eklig. Ah, hier noch. Komm, nimm einen dicken Löffel. Los, tu es. Boah, bist du ekelhaft, Mann. Warum machst du es jetzt zum dritten Mal? Warum tust du es jetzt zum dritten Mal an? Wie dumm kann man eigentlich sein? Ich will da raus, Robin. Wie kommt man auf den Medienhure. Wie kommt man auf den... Wie kommt man da raus? Und es tut weh. Der Honig ist nicht unbedingt... Okay. Ganz klar. Oh, ist so ekelhaft. Was spielen wir denn jetzt? Wollen wir überhaupt noch was spielen? Oder? Ja, komm, wir zocken jetzt irgendwas. Ich mein, ja. Irgendwas? Hm? Das stand aber doch gar nicht auf der Frage drauf. Ja, ja. Ja, komm, wir machen jetzt. Ich bin voll der Rebell, merkst du? Nein, ich merke das schon. Fruit Ninja. Gibt's auch, was, das, ah, sind, nee, das sind nur Kinect-Spiele, oder? Nee. Du hast doch bestimmt eine CD hier irgendwo. Ein Xbox-Spiel. Ach, unter Spiele? Ja, bin ich doch. Und jetzt? Da ist Kinect Sports. Fruit Ninja. Disneyland. Was gibt's denn da noch? Ach nee, so. So, Disneyland, Dance Central, Challenge Pack, meine Spiele. Ah. Nein, ich habe irgendwas gedrückt, das sollte doch gar nicht der Sinn der Sache sein. Nein, ich hasse Xbox. So. Auswählen, meine Spiele. Genau, das hast du alles. Du bist aber. Kinect-Emails. Eine Mischung aus Kinect und Animals. Was gibt's denn hier? Wie wunderschön und süß. Sollen wir Tennis spielen? Twister Mania. Was sollen wir denn spielen? Sag Nailed. Mal, was wollten wir? Nailed. Ist das Bild gerade drin? Come on, Nailed. Okay. Mach mal Nailed an. Nailed. Okay. Ich glaube, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich es mal gezockt habe. Ich glaube, ich habe das auf irgendeiner Gamescom mal irgendwie... Ja, ja, genau. Aber da kann man rumfahren so. Ach. Das hat dir jetzt der Name verraten. Einer im Chat fragt, wer ist der Fette? Ich? Hä? Hier. Wer ist Fetter? Achso. Wer ist Fetter? Fetterkette. Ja. Achso, ich hab gelesen, wer ist der Fette? Frage. Ja, komm. Start drücken. Start. Wow, mit dem Quad rumfahren, voll geil, voll Techno, voll Technik und Techno und Explosionen und tiefes Silber. Ja, das will doch keiner sehen, man macht das immer. Kannst du überspringen? Ja, wunderbar. Zahnrad. Boah, jetzt kommentier doch jetzt ein Bild in der Welt. So, Offroad machen wir jetzt mal. Boah, jetzt kommentiert uns schnelle Fahrt. Hast du einfach irgendwas genommen jetzt? Ich hab gar nicht aufgepasst. Warum? Es ist doch witzig. Es ist ich lach mich tot. Rocket. Rock on. Tentele. Können wir da irgendwie nicht zusammen zocken? Nein. Ich geb dir dann einfach so actionmäßig ganz schnell den und dann... Ich muss ihn auffangen. Ja. Das ist Überraschungsmoment. Das ist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Den. Din. Kannst du das zum Beispiel auch vorspulen? Ja. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie man startet. Muss nach vorne drücken oder den Knopf drücken? Echt? Boah, jetzt kommt Duality von Slipknot. Wie kann man Dingens? Gas geben mit dem oberen Analsticks. Ja, genau. Din. Wow! Voll geil! Robin, warum hast du mir nicht erzählt, dass es so geile Spiele gibt?
Guck mal, das ist voll unlogisch. Der kann 100 Kilometer springen. Das ist revolutionär, dieses Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das gab's in noch keinem anderen Spiel. Und boom, jetzt bin ich tot. Du bist dran. Schnell. Ja, respawn. Alter, jetzt hier, genau. Gib Gas. Ich glaube, die Tasten, mit denen kannst du auch noch Sachen machen, aber ich habe sie noch nicht gedrückt. Ich habe mich noch nicht getraut. Guck mal, die fahren alle woanders lang. Ich glaube, was ist übelst Gefährliches. Das ist okay. What the fuck, Alter. Zieh das mal an. Oh Mann, jetzt hast du sogar so Tropfen auf. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da ist. Aber egal, ich glaube, man kann überall da irgendwie so lang. Ja, nee. Es ist sehr frei, so, glaube ich. Boah, da kann man zum Beispiel nicht lang. Ich glaube, das... Aber man kommt überall einen Weg, das ist sehr chillig. Aber ich bin 11. von 12, das ist absolut räudig. Guck mal, jetzt bin ich ein wieder. Ein Sägeblatt. Und... Episch. Ja, ich habe das noch nicht gespielt. Schön. Okay, ich bin wieder gestorben. So. Ja, fliegender Wechsel hier. Ja. Alter, was für ein Räuber. Warum sterben die denn eigentlich nicht? Weil das Bots sind. Das sind keine Menschen. Die sterben einfach nicht. Ja, richtig. Soll ich mitdenken? Die haben die gemacht? Nee, ich kann das nicht, glaube ich nicht. Ja, warum schlägst du das doch? Weiß ich nicht. Ich hab die früher mal gehört. Ey, warum bin ich 12 von 12 und es geht nicht voran so? Ja, weil du schlecht bist. Du bist halt nicht so. Du hast das Spiel das auch zum ersten Mal. Ja, nee, ich finde es so nicht okay. Ich älter. So. Mhm. Das ist doch schon mal was. Da unten ist so eine Leiste. Die habe ich aber wieder down bekommen, weil ich mir gerade voll auf die Leiste geguckt habe und den Baum voll auf der Leiste nicht gesehen habe. Oh. Schon wieder. Ich starbe nur noch. Ja, aber macht nichts, da habe ich mehr davon irgendwie. Ey, kann ich den Stream auch auf meiner Xbox sehen? Fragt Berlin Bier. Berliner Bier. Nein. Keine Ahnung, glaub nicht. Nö. Probier's aus. Wenn's geht, dann geht's. Wenn nicht, dann nicht. Wow, was? Man muss sich noch weiter beugen, glaube ich. Tolle Chatfragen. Okay, mach das. Bla bla. Alter, man kann sich nach vorne lehnen und sowas. Jetzt verstehe ich einiges. Nicht. Die Musik ist ja geradezu. Es leckt. Aggressiv machen. Warum leckt es? Es leckt. Leggy. Wow. Latenzen. Es leckt. Benny kriecht hinter mir herum wie so ein Creeper und macht Kabel-Deep-Shit. Warum hat der das? Was? Er hat eine Gitarre gekreist. Er hat eine Gitarre geholt und sitzt jetzt da und macht. Oh, warum? Wieso, Ben? Ich bin komischer Spinner. Es ist eine. Okay, es war schon im Bild, das Ding oder so. Ja, Martin, jetzt gewinn das Scheißding nochmal. Also bring mal den Pokal in nach Hause hier. Oh, durch die Flammen gefahren. Na ja, Mann. Ich hoffe, es bringt sogar irgendwie. Einmal leckt bei mir, sagen die. Wen leckst du denn? Ja, weiß ich auch nicht. Wen lecke ich? Mephobia. Was? Ich hab grad Mephobia geleckt. Hä? Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Mephobia, wer bist denn du? Ey, kann mal die rote Leiste hier unten irgendwie voll sein? Ich hallo, Eimer. Nitro oder sowas, was auch immer. Ja, hi, Mephobia. Wow, Benny will mir was mitteilen. Nee, die tuscheln im Hintergrund. Ruhe. Boah, Mann, jetzt hab ich gerade auf dich geguckt. Jetzt sag, fette Sau, ja, danke, du auch. Gut. Weiter geht's. Ja, ich bin ja auch immerhin, Alter. Immerhin. Uncool. Boah. Da ist lange, wenn wir da sind. Ich Fall. Glaube, das könntest du in Wirklichkeit nicht überleben. Ja, sicher da. Einhorn. Oh mein Gott! Robot Unicorn? Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Start, Junge. Also, Martin zeigt euch auch gleich noch ein wunderschönes anderes Spiel. Nein! Egal, scheiß drauf, wir beenden jetzt das Spiel. Du spielst Robot. Wie heißt es? Robert? Robot Unicorn Attack. Wunderbar. Aber warum sind wir jetzt so wie. Weil das witzig ist. Nee, die haben das vorgeschlagen. Die Typen in der Regie haben das vorgeschlagen. Und wir finden das klasse. Jetzt checke ich gerade erst, wie unorganisiert, unvorbereitet überhaupt ist. Ja. Also, wie unvorbereitet ist. Aber das okay, gut. Wir machen jetzt erstmal noch eine Frage. Und zwar Frage Quizfrage. Wer ist älter, Nintendo oder Sony? Nintendo. Sony wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Ja, Nintendo hat weit davor schon 1800 irgendwas Kinderspielzeug hergestellt. Richtig? Richtig? Hä? Ich hab das gesagt. Nintendo sagt wer. Ja, das stimmt ja auch. Hast du mir nicht zugehört? Doch. Ja, nee, also Sony, die gibt's, haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Oder im Zweiten Weltkrieg. Und, Nintendo. Wow.
Nintendo, ja, die haben halt Kinderspiele, die haben so, so, die haben sowas hergestellt, da hattest du so ein, so ein, irgendwelche Sammelkarten. So, ja, Sammelkarten und so Klammerdinge hattest du in den Händen und da waren so, praktisch hattest du eine Verlängerung für deine Hände, das war so ein Ding, da kannst du draufdrücken, dann war so eine Faust am anderen Ende, die du gemacht hat. Und das fanden die Kinder in Japan 1920 total geil, die sind da voll drauf abgefahren. Und das hat Nintendo vorher gemacht. Ja. Ja, toll. Ui, tolle Frage. Was geht denn jetzt mit Clemens? Ja, du spielst jetzt dieses tolle Spiel. Auf dem MacBook? Ja, ja, denke ich mal. Okay. Wo finde ich denn das? Google das mal. Facebook. Nein, ja, nee. Come on. Nee, da müsste ich, ach nee, da sehen die Leute meinen Facebook-Account. Nee, mit verloren ist das nicht. Ja, okay, dann ja, spiel. Ja, oder du googelst es einfach. Ja, dann machen wir hier. Robot Unicorn Effect. Ja, dann mache ich das. Gut, der. Ups. Der nette. Kabel fliegen. Dinge zerstören. Der nette Herr Martin spielt jetzt dieses tolle Spiel. Aber ich will das mit Sound haben und allem, bitte. Ja, das wirst du ja gleich hören hier. Lecker, lecker. Ich cheate schon mal und guck, ja, was die nächste, die letzte. Aber das kann man irgendwie nicht Fullscreen machen. Da muss man diese heutige Seite hier sehen. Wow, sie nicken ganz cool. Sie können das Problem locker lösen. Ich sag hier ganz besorgt, es ist nicht Fullscreen, das könnte ja ein Problem sein. Nein. Ja, spiel das doch mal. Ja, try it on Facebook oder play now. Und ich sag play now. Hab ich Sound? Ja, da, hörst du doch. Das ist leise. So. Okay. Mit welchem Schwung soll ich das machen? Das ist wunderschön, wo sie. Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich habe zeitlose Stunden. Wo ich eigentlich Unterricht hatte oder sowas, glaube ich. Unterricht hatte er, hat nicht aufgepasst. Ja. Wir studieren übrigens zusammen, daher kenne ich diesen Herrn hier neben mir. Ja. Ja. Das könnte jetzt eigentlich die. Wie lange ist die Sendung? Ist ja auch am Ende, ne? Ja, spiel das eigentlich gar nicht. Wäre einfach dafür, dass wir das 3 Tage so machen. Verdammte. Nee, es ist nicht okay. Z drücken, aber mit Y ist dann wieder komisch. Alter. Ist ja First Try, ne? Ich bin jetzt nicht warm. Oder so. Einmal, du sollst richtig tanzen. Richtig tanzen? Ja, und mach dabei hier Kinect an. Das ist ein Abgehen. Sehr viele. Ich will nicht tanzen, dann mache ich mich ja vor den Leuten im Internet zum Affen. Das ist lächerlich. Das geht ja nicht, dass ich mich hier zum Affen mache, oder? Oh, die Delfine sind einfach mehr. Also wir beenden die ganze Sache und machen das Spiel durchgespielt. Da gibt's kein Sinn. Ja, das ist ja der Witz daran. Was ist dein Bier? Oh, verdammt, warum geht ja gar nicht. Final Wish. Es sind nicht 3 Leben, es sind 3 Wünsche. Das ist aber Magic. Magic! Oh, wir müssen ja jetzt noch irgendjemand was verloren. Was? Ich hab ne Idee. Wir rufen gleich den Julian an. Ja, okay, ist er nicht im Chat? Wer ist das denn auf dem Chat? Keine Ahnung. Ja, ich würde. Ich weiß, dass das da drauf steht, Robin. Ich habe das dir vorweggenommen. Ich dachte, es kommt viel besser, wenn ich das dann so sage. Aber jetzt hast du es kaputt gemacht. Dankeschön. Kann ich so nicht arbeiten hier. Ja gut, also wir rufen gleich den Julian an und der wird dann vielleicht sagen, wer gewonnen hat. Und wenn nicht, dann sagen wir es am Ende. Ganz einfach. Okay, oh verdammt. Ja, komm mal zum Ende hier. Das ist das Ende. Aber ich könnte noch mal... Nein, mach nicht. Komm, wir rufen jetzt den Herrn Julian an. Wie geht denn das? Muss ich dann das Kabel da reinstecken? Lautsprecher? Mikrokabel kannst du rechnen. Ja? Ja, wir können das laufen, das ist okay. Wunderschön. Abgefahren. Wow, ich glaube, ich habe den Chat ausgemacht. Nein, hast du nicht. Nee, wo ist denn der? Ist in einem Tab. Oder ist das alles beendet? Schlag dich mal darauf. Yeah, Live-Chat. Wir sind wieder online. Und in der Regie wird wild diskutiert. Gut. Könnt ihr mal die Fresse halten? Ich rufe jetzt die Julian an. Gut, gib mir mal das Kabel da. Welches? Das da. Zieh das aus dem MacBook aus. Bam. Hier, steck's in dein Gerät. Okay. Julian? Okay, das muss jetzt ganz laut sein. Ich hab auf Lautsprecher jetzt gemacht, ne? Oder so. Ja, bravo. Was reden die hier? Hallo Julian? Hey, ja, ich
Wo bist du? Ich bin unterwegs. Okay, ja, du musst in dem Chat jetzt sein und sagen, wer gewonnen hat. Ich muss das machen. Nee, musst du nicht, aber wäre schön. Aber dann machst du es halt nicht. Also ich... Nee, ist egal, ist egal. Was machst du denn gerade? Hallo? Hallo? Nichts. Mach nichts. Alles. Ja, okay. Was willst du denn machen? Ja, ich weiß ja nicht, was. Ich hab das gar nicht richtig verstanden. Also, ich soll mich jetzt bei Fette einloggen. Was? Bei Fette? Nee, du sollst in den Chat gehen, in diesen Chat und sagen, wer gewonnen hat. Wer hat denn gewonnen? Ja, woher soll ich das denn wissen? Das sollst du mir ja sagen. Hallo? Ja, das macht nichts. Egal. Wir machen das anders. Gut, Julian, was machst du denn heute so? Gehst du gleich dich betrinken? Nee, ich muss noch hier Taxifahrer spielen. Ach so, er muss ja Taxifahrer spielen. Ja, okay, wo bist du denn dann gerade? Ich bin gerade auf dem Mittelrhein Kerrenmarkt und wir haben den Streamer mir bald aufgehabt. Ach so, aber jetzt nicht mehr. Waren wir dir zu uninteressant oder was? Nee, weil da andere Leute gekommen sind und die. Die hätten das doch auch gucken können, Julian. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, ist schön. Du bist gerade übrigens live im Stream, ne? Das ist dir schon klar. Ach so, ja, ich war mir dann unsicher. Ja, grüß doch mal bitte die Community. Grüße die Community, seid gegrüßt. Ja, toll. Toll. Die freuen sich bestimmt alle. Yeah. Tierisch. Boah, der Chat rastet aus. Wichsen. Was? Wichsen? Ja. Alle, die auch im Chat waren, ich hab sehr gespannt, die Kommentare durchgelesen. Ja, okay, jetzt kannst du leider keinen Gewinner bestimmen, dann müssen wir das selbst machen. Nein. Wer? Günther. Günther? Wer heißt Günther? Hier, an die Leute im Chat. Es lockt sich bestimmt schnell einer aus und wieder einen mit einem anderen Namen. Oh. Das wissen wir. Egal. Julian, ich bedanke mich für diesen wunderschönen Anruf. Und, Ey, Julian. Okay, der Martin hat noch eine Frage an dich. Ja, ich soll dich von Wannabry grüßen. Der Typ von vorhin. Ich glaube, die Hälfte von den Leuten, die... Freuen darüber vielleicht, eventuell, keine Ahnung. Hey, wie geht's dir so? Was machst du eigentlich? Ich esse noch ein paar Käfer, ne? Hä? Also, einmal labert die ganze Zeit dazwischen. Ich esse noch ein paar Käfer. Oh mein Gott. Okay, ciao. Ciao. Wir wurden unterbrochen. Warum isst du das jetzt zum vierten Mal? Damit das leer wird. Ich habe dafür viel Geld bezahlt. Oh, Gewinnspiel. Was steht da? Okay, wir suchen jetzt das Gewinn. Okay, komm. Wir machen das jetzt. Jetzt sagen wir, wer gewonnen hat. So. Jetzt sagt mal alle was ziemlich Schlaues. Damit ich dann gucken kann, wer gewonnen hat. Wer uns den größten Brainfuck gibt jetzt. Ja. Einfach. Ihr müsst jetzt was sagen, was uns total beeindruckt. Ja. Und dann? Und dann gibt es? Ja, keine Ahnung, was gibt es überhaupt nochmal? Ja, das gibt drei Spiele. Und natürlich einen Mund voll Käfer. Aus der Schüssel des Todes. Der mit Honig gebratenen Käfer. Ja, das weiß ich schon, dass der Hahn auf der Complex Bar Con Cornelius heißt. Was? Echt? Ja, damit kann man dich nicht beeindrucken, tut mir leid. Nee, Podolski auch nicht. Eimers Penis ist länger als von der Erde zur Sonne. Woher weißt du denn das? Übrigens, ich kenne dich, Buriwurst. Ich weiß genau, wer hinter Buriwurst steckt. Da kannst du mir nichts verheimlichen. So. E-Fakt ist toll. Das ist erstmal schon mal gut. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Okay. Ist vorgemerkt. Cornelius ist adoptiert. Ist auch nicht schlecht. Was? Wieso? Oh Gott. Einmal früher in der LMH schwul getanzt und mit Marshall rumgemacht. Das ist gut. Ich habe nicht mit Marshall rumgemacht. Das war Robin. Aber wer ist denn Mark Berlin? Ach so, ja. Weiß ich auch. Ja, okay, Ja, jetzt such mal einen aus hier, ich hab keinen Bock. Ja, okay, nee, dann hassen die mich alle, weil ich den falschen ausgewählt habe.
Ja, dann Michael oder. Komm, Michael! Komm Michael, mal her! Komm mal her! Frau, wir haben, die Quotenfrau jetzt, ja? Die Quotenfrau? Die Quotenfrau kommt jetzt so. Also das, komm mal her, Quotenfrau. Komm mal her, komm mal hier in die Mitte. Da. Sieht man das überhaupt? Komm mal Regie, zu Papa. Non-Live. Das ist die Maike, ja? Alles top. Die Maike wird jetzt sagen, guck mal, sie hat viele schöne bunte Namen. Ja, und jetzt muss sie den du am schönsten findest, kannst du jetzt aussuchen. Den Namen, den ich am schönsten finde. Genau, und der kriegt dann was von uns. Janina hat schon mal ein Herz hingeschrieben. Ja. Oh, scheiße, das ist ganz solche Kackkriterien. Sie hat ein Herz in, das Schöne, was meine. Wir müssen alle komplett umdenken, wir haben den vorhin gesagt. Maike, du musst jetzt total herzlos einen aussuchen. Ganz, lass dich nicht beeindrucken. Aber das ist doch der Punkt. Random, ja. Ich aber, super. Okay, ich nehme. Ich, aber Janina ist rosa und sie, ich quäle mich innerlich so sehr. Ja, wie es aussieht, haben wir wohl einen Gewinner gefunden. Ja, Janina. Okay, du kannst jetzt wieder gehen. Okay, danke. Die Quotenfrau hat ihren Job gemacht. Wie heißt sie? Janina hat gewonnen. Entweder Skyrim, Saints Row 3rd oder das andere, Arkham City. Ja, genau. Ja, Janina, entscheid dich. Jetzt sagen die alle Mutterficker. Aber das ist nicht meine Schuld. Müsstet das ist ihre Schuld. Ihr dürft jetzt hassen. Ihr müsstet eigentlich Mutterfickerin schreiben. Naja. So, ich lebe in Berlin. Mädchen, Janina ist AFK, ich bin arm, bla bla bla. Ja, Janina soll sich dann einfach bei uns melden. Und Xbox, PlayStation, PC. Ja, und so, das kann sie dann alles. Jetzt hast du Xbox gesagt, jetzt mach dir hier. Boah, Benny, du solltest wirklich nicht mehr reinreden. Du bist der Tontechniker, du solltest jetzt wirklich mal ruhig sein. Ja, du hast Skyrim schon, dann such dir doch ein anderes Spiel aus, Janina. City, ist geil. Okay, ja, ich melde mich bei dir, bla bla bla. Wunderschön. Dann wäre das geklärt. Wow. Was ist das? Nächster Sendetermin. Zum Ende kommt. Wunderschön, ist schon vorbei. Schön war's. Magic, gibt's noch eine Frage oder so? Mach mal den Topf leer einfach zum Ende. Zack, letzte Aufgabe, Ding. Julian anrufen. Gut, dann rufen wir nochmal an. Nein! Okay, mich? Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Nächste Sendetermin auf Facebook. Ja, der nächste oder Sendetermin. First Blood. First Blood, nein. Ja, kann ja, der nächste Sendetermin wird dann auf Facebook bekannt gegeben. Und da steht dann. Und so, ne, das Datum und die Uhrzeit. Wir machen das so wie Wetten, dass. Einmal im Jahr. Nee, keine Ahnung. Wie oft machen wir denn das? Morgen. Wissen wir noch nicht. Morgen geht's weiter. Nein, keine Ahnung. Wir wissen es noch nicht. Wird dann kommen. Das ist ja auch sehr viel Aufwand und sehr viel Vorbereitung, auch wenn man das gar nicht glaubt. Also nicht für uns, für die da. Robin dreht dann immer am Rad. Ja, er dreht dann am Rad. Das ist so. Man sagt, Robin sagt dann, hey, lass mal eine Live-Sendung machen. Ich so, ja. Okay. Und Robin plant das dann 4 Wochen und ruft einen mitten in der Nacht um 4 an und sagt, ich hab noch eine Idee dafür. Und das ist schrecklich. Und deswegen wird es das nicht einmal die Woche geben. Und wir kommen jetzt zum Ende. Gut, Janina SDFGHIJ, nee, HJK hat gewonnen. Das ist ein tolles Spiel, das sie sich ausruhen kann. Sie wird mich oder die VIC-Leute via E-Mail irgendwie erreichen. Das schafft sie schon. Und dann schicken wir ihr das. Ja, nächsten Sendetermin geben wir bekannt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch einen Käfer? Nee, ich will auch keinen Käfer. Ach ja, und bitte geht auf YouTube. Ja? YouTube.com/Evolieb, das ist auch auf der Facebook-Seite, und abonniert das. Und sagt euren Freunden, dass sie es auch tun sollen. Weil sonst. Ja, weil keine Ahnung, was sonst, ne? Das, ja. Ich will einmal Brüste mit Autogramm. Okay. Zeig deine Brüste zum Schluss. Ja, wie der am Hetzen ist. So, ja, gut. Ach, meine Brüste? Ne, ich hab Haare hier. So, gut, machen wir das. Nächstes Mal gibt's das. Twitter abonnieren, YouTube abonnieren, Facebook liken, bäbäm. Dankeschön, das war's. Ich liebe euch alle und dich ganz besonders. Und dich und dich und mich. Und ich esse jetzt noch Käse. Ciao.